ich möchte dir heute helfen, mit diesem Schläger, mit dem Driver weiter zu schlagen und einfach den Ball besser mit ihm zu treffen. So, wenn du nicht lange so einen Schläger in der Hand hattest oder wenn er einfach nicht klappt, dann ist dieses Video, glaube ich, ganz gut für dich. So, es geht um die linke Ferse. Wenn ich meinen Schülern das erzähle, und ich tue das oft, gucken sie mich erstmal ein bisschen komisch an, aber dann, wenn sie es ein paar Mal geübt haben, sind sie eher begeistert. Und ich erkläre mal kurz, was ich da sage. Ich sage, dreh die Hüfte und die Schulter. Und es ist sowieso wichtig, die Hüfte gut zu drehen, weil dann kann ich oben mich drehen, ohne hochgehen zu müssen. Okay? So, dreh die Hüfte. Und wenn du sie ausreichend drehst, wird die linke Ferse irgendwann hochkommen. Es muss aber bitte natürlich hochkommen. Du solltest nicht so schwingen. Das ist nicht gemeint. So, eine volle Hüftdrehung. Und dann ist es möglich, in der Achse zu bleiben. Bitte, oh, du darfst nicht nach da oder nach da. Aber das ist erstmal gut. Wenn die Ferse mal ein paar Zentimeter oberhalb des Bodens ist. Nun, beim Runterschwingen solltest du bitte darauf achten, dass deine linke Ferse, wenn du Rechtshänder bist, in den Boden gedrückt wird. Weil dann automatisch arbeiten wir von unten nach oben. Okay, so ausholen, die Ferse kommt hoch, reindrücken. Und der Vorteil des Reindrückens und des unten Startens ist, dass du dann bessere Chancen hast, die Arme zu senken und in die Powerzone zu bekommen. Und dann kannst du richtig mal durch den Ball mit den Händen und Armen schwingen und du kannst da richtig Länge gewinnen. So, schau bitte meine Ferse an. Anheben, senken, lass die Arme senken und einfach durchschwingen. Das sieht man auch bei vielen guten Spielern, man sieht es auch bei vielen Damen auf der Profitour und es hat nur Vorteile, die Drehung ist dann besser, der Start des Abschwunges ist besser und du kannst einfach mit weniger Krafteinsatz mehr Power, mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit kreieren. Okay, so übt es erstmal trocken ein paar Mal. Guck, dass deine Wirbelsäule beim Ausholen bleibt, dass du nicht hochgehst. Und mach das mit der Ferse und schwing deine Hände und Arme unter der Brust durch und dann möglichst zum Ziel. Okay, viel Spaß dabei.